Aber hier sind... Oh, Schafe. Kann ich Schafe züchten? Hey ho und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Mindsky. Ich habe mir den Saal geschnappt, so wie gestern auch schon. Und wir nehmen zusammen auf, meine 13. seine 18. 18. Genau. Ich weiß, ist gar nicht so lange her und ich habe es trotzdem verpeilt. Jo, ja, es ist verrückt, ne? Immer noch keiner da, der mit uns mitzocken möchte oder uns töten möchte. Hoffentlich. Es ist Tag. Ja, gut, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Dann will ich mal schnell versuchen, die anderen Inseln noch zu erschließen. Ja, ich sehe Zombies brennen. Hey, Zombie. Blub. Okay, da sind keine Reaper oder Skelette auf der... Blub, blub. Ja, am Anfang ist Flur hingegangen und hat seine Brücke so voll hübsch gebaut. Ja. Und hat dann wohl scheinbar gemerkt, okay, die anderen machen ihre auch hässlich. Oh fuck, da kommt mir ein Creeper. Ein Creepy Creeper entgegen. Ach Mann. Was ist denn ein Creepy Creeper? Oh fuck, oh fuck. Oh mein Gott, ey. Creeper sind doch recht chillig, die kannst du mal eben runterboxen. Ja, aber das war ein Creepy Creeper, der mich vergiftet hat, mich in Spinnenweben gesetzt hat und explodiert ist. So ein, hey, ich mach alles, was dich ankotzt. So eine Art und jetzt bin ich erstmal vergiftet und muss warten, dass es aufhört. Und er hat meine schöne Brücke hier zerstört. Penner. Ich habe überhaupt keinen Peil, wie ich das hier jetzt schön bauen kann. Erstmal mache ich hier. So, es hat einmal aufgehört. Das ist sehr nett. Ich weiß es nie. Weiß es nicht. Ich bin auch, weißt du, die Insel, wo wir am Anfang gespawnt sind, bevor wir an unserem Betten waren, also in der Vorbereitung. Ja. Die Insel habe ich mich hingebaut. Und da war dann eine schöne Kiste. Die hatte nichts dabei. Da war dann irgendwie... tote Büsche oder sowas war, hieß das. Waren da drin. Okay. Ja, da konnte ja habe ich auch schon ein paar von gefunden. Und ich konnte mich nicht dran bauen, weil die Spawn geschützt ist. Und da musste ich ganz außen rum irgendwie dran. Aber ich kann sie auch nicht abbauen. Aber du konntest sie öffnen. Ja, die Kiste konnte ich öffnen, aber ich kann keine Blöcke abbauen hier. Mal umschauen, einfach wirklich kein Mob gespawnt ist in der Zeit. Ach, kann ich schon wieder nicht hier. Baue ich mich darüber. Ja, so. Mal ein bisschen weiter erforschen. Ich denke, dabei haben die ganzen Leute ihre Diamanten so gefunden, ne? Ja, wahrscheinlich. Wie viel hast du? Ich glaube 4. Also auch nicht so, dass du da... Ich habe meine ganzen Diamanten bei meinem Sturz in die Tiefe verloren. Oh, ja. Also, beziehungsweise ich hatte noch nie viele, aber ich hatte eine Dia-Hose gefunden. Oh. In der Kiste oder bei einem Mob? Bei einer Kiste, ja. Es wird dunkel. Und ich hab's an mir, dass ich, wenn ich... es wird dunkel, ne? Ja. Ich lauf zurück. Kannst du schlafen? Scheiße. Ich kann's versuchen. Bitte, lass mich losgehen. Und ich hab's so an mir, dass wenn ich Sachen gefunden habe, dass ich dann einfach in den Tod springe. Denke ich mir, gönne ich mir mal. Oh fuck, da hinten ist noch. Warte, ich muss. Warte, ich muss da hinten gerade mal meine Fackel. Beziehungsweise, nee, wenn wir schlafen. Ich kann jetzt so gerade noch nicht schlafen. Okay. Setze ich da hinten schnell noch eine Fackel. Ich versuch mal, noch nach Hause zu kommen. Boah. Ich wäre gerade fast dabei draufgegangen. Ah, da ist ein Zombie an meinem Feld. Ach, komm du erstmal her. Cool. Also ich muss sagen, mich beruhigt es auch nicht so wirklich, dass ich hier über einen Block breite Brücken laufe. Ich liege im Bett. Okay, ich laufe schnell zurück. Ich muss den Block hier wegbauen. Komm, die stehen gleich neben meinem Bett. Ich habe mich zugebaut. So. Drin. Ja. So.
Und das Schwein begrüßt mich mit einem Grunzen. Da hinten brennen alle Zombies. Derjenige, der sich hier an der Seite mit Kobbel drüber bauen will, zu den Inseln, die ich mir jetzt schnappe, hat seine Brücke gar nicht mit Fackeln versehen. Mhm. Natürlich gefährlich. Ich weiß gar nicht, dass ich... Auf Brücken spawnen die doch nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil da ist... Ich glaube, die brauchen einen gewissen Platz, um zu spawnen, die Mobs. Okay. Oh! Ah. Dann ist der Creeper da hinten wohl scheinbar von der Insel rübergekommen. Hier ist gerade ein super Zombie. Der hat einfach mal... 80 Leben. Schaut noch, bis der kaputt ist. Ja, gönn dir. Der brennt ja gerade. Ich lass ihn einfach mal abfackeln. Ich habe meine ersten Zombies mit Lava gekillt. Vorne sehe ich, glaube ich, Dias. Das sind Dias. Aber da sind auch zwei Skelette auf der Insel. Mäh. Da ist ein Schwein links neben mir auf der Insel. Ich habe mein erstes Küken hier. Ich habe mir das Schwein eigentlich nur rübergeholt, weil ich Schweine züchten wollte. Und dann ist mir erst danach aufgefallen, dass ich gar kein Schweineei hatte, sondern eine Kuh und ein... Ich weiß nicht, ich habe... Wie sieht so ein... Wie unterscheide ich die? Ich habe... Hugo heißt der bei mir. Aber mit Hugo kann ich nichts anfangen. Hugo? Hugo heißt mein Ei. Was? Ja. Ist das vielleicht wegen deinem Texture Pack oder so? Nein, die haben die benannt. Echt? Bei mir heißen die einfach Kuh und Hühnerei. Ja, okay, ach so, in der Kiste ja. Ich hatte noch eine andere Kiste mit dem Ei drin. Ach so, okay. Und, Demon hatte eins, das war dann. Das hieß wie ein Player. Ich weiß aber nicht mehr wer. Ein Player. Einfach ein Player-Name. Fand ich auch sehr lustig. Na, bist du langsam mal tot. Na, hat was. Zombie brennt und... So, Insel 2. Bin ich angekommen. Ah, ich brenne. Hier ist schon wieder ein schönes Loch, wo man hätte runterfahren können. Wenn man nicht aufpasst. So, Zombies. Mann, ich sterbe gleich. Okay, da ist er tot. Da ist ein Schwein. Wenn ich dieses Schwein zu meiner Insel bekäme. Dann könntest du das Schwein züchten. Aber dafür brauchst du Karotten. Karotten habe ich schon. Gut, ich auch. Miau. Muss doch irgendwo dieser Zombie sein, den ich hier höre. Ich möchte eigentlich immer wieder einen Bogen haben. Ach, ich hab doch einen Bogen. Warum nutze ich den ja nicht? Weil hier ist gerade ein Creeper. Nein! Ich töte ihn und es fällt alles runter, was ich haben looten konnte. Weißt du, wie du diese Camouflage-Blöcke baust? Ja. Brauchst du diese Fabric-irgendwas Steine dafür oder was sind das? Nee, du brauchst so alle möglichen Farben. Also womit du etwas einfärbst, so Rosen oder sowas. Ja, und so ein Brain, ne? Und Zombie-Brain. Aber du musst erst diese Rosen um Dreck oder Sand machen. Okay. Daraus machst du die Camouflage-Paste und dann brauchst du 4 Zombie-Brain und die Camouflage-Paste, um daraus dann in Kombination mit dem Teil, was du halt decken willst, dann kannst du das bauen. Okay. Weil irgendwie sind, glaube ich, Fallen. Ich bin da oben, wollte. Ich habe mich gerade nach oben gebaut und dann ging oben der Block auf und was wollte gerade runterspringen, bevor ich da schnell noch einen Block hingesetzt habe? Ein Creeper. Bei dir rein so, hallo. Er wollte von oben direkt auf mich draufspringen, das wäre mein Tod gewesen. Ich weiß gar nicht, machen die so viel Schaden? Wie er da guckt. Alter, das nehme ich als Thumbnail. Wie er da, er guckt jetzt gerade mit seinem Köpfchen über den Block oben. So von wegen, na, komm hoch. Ich habe ein Schaf. Der Creeper ist tot. Don't mind, don't enter. Okay, ich habe eine Mine gefunden. Oh, und da sind ganz viele Zombies. Da ist da einfach ein... Mann, ey. Da oben ist richtig Trouble. Oh, hier ist Eisen.
Bubble in the Marble. Mal gucken, ob hier wieder so eine hinterlistige Falle ist. Das ist auch ein Schaf. Ja, ist es. Boah, ist wieder gemein. Da hinten hat auch jemand eine richtig fette Farm. Eine richtig fette Melonenfarm. Nicht gewesen sein. Ich hab hier ist eine Kiste. Geil, ich habe per Zufall eine Kiste gefunden. Aber da ging so. Ich habe jetzt noch eine Uhr gefunden. Was war es jetzt? Okay, waren 6 Eisen auf dieser, in dieser Höhle. Was tun? Nicht so, ich traue mich nicht so richtig hier raus, muss ich sagen. Aber hier sind Schafe. Kann ich Schafe züchten? Hallo, Zombie. Oh, da ist ein super Zombie. Ja, die haben ja Chance, gute Sachen zu droppen. Super Zombies? Mhm. Wenn die irgendwie Leben und sowas, Boni haben. Oder irgendwelche Sticky. Wow. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Was ist los? Hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, ey. Da kam einfach so eine Spinne von oben auf mich drauf gefallen. Ich hab mich mega erschrocken. Es gibt richtig abgefuckte Spinnen, die da mit Gasbällen rumschießen und allem. Ja, das war zum Glück keine. Ich hatte schon Panik. Also, da gibt's richtig ich hab so fiese Dinge. Angst. Okay, warte mal. Ich baue mir jetzt hier eine Kiste. Wo baue ich denn jetzt hin? Wo wollte ich denn hin? Da wollte ich hin. Jetzt aber flott. Lass uns rufen. Ich baue mir jetzt hier eine Kiste. Irgendwelche Kreuzungen auf einen Block breiten Brücken. Ein Schwachsinn. Also ich muss sagen, ich fand die Brücke sehr schön, die Flu da gebaut hatte. Mhm. Ja, schön war die, aber er hat dann mega lange dafür gebraucht und alle anderen haben so einen Block breite Brücken gebraucht. Hinterher kannst du vielleicht so die Brücken aussehen lassen. Ja, wenn so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwann sind alle Ressourcen abgegrast. Richtig, dann geht's Dann fallen alle mit den Ressourcen rum und runter und hinterher kämpfen wir mit Steinen und Holzschwertern. Ja. Die war. Zurück in die Steinzeit gebombt. Oh, hier ist Lava. Bisschen Eisen. Lava, lava, lava. Endlich mal wieder ein bisschen Eisen gefunden. Ja, ich habe auch gerade 6 Eisen gefunden. Ach, ich mache mir am besten hier noch ein Schild dran, damit auch bloß keiner meine Sachen klaut. Hast du eine Kiste irgendwo gemacht? Ja. Ja, dann musst du ein Schild dran machen, weil sonst dürfen die ja einfach nehmen. Ja, es ist eine Doppelkiste. Okay. Ich glaube, es gibt keine Doppelkisten hier. Normalerweise, aber ich mache trotzdem noch ein Schild dran. Ich bin jetzt auf meiner zweiten Insel und habe keine Kiste gefunden. Eigentum von Sahi. Entweder bin ich doof dran vorbeigelaufen, dann müsst ihr mir das bitte sagen, wenn ich irgendwas verpeilt habe. So voll offensichtlich. Ja, so, hä, warum läufst du da dran vorbei, du Idiot? Ja, manchmal habe ich das echt bei anderen Let's Playern so, dass die so Fragen stellen und ich denke mir so, nein, guck doch da rechts, da ist doch so. Ja, obwohl, ich denke, das könnte zuschreien. Bei mir auch passieren. Also ich finde die Insel hier eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen, die ich hier gefunden habe. Zieh doch um. Nee, ist mir egal. Oh, da unten ist richtig viel Diamant auf der anderen Insel. Hey, sag mir wo. Aber die Insel ist mega weit unten, also man muss sich da voll runterbauen. Ja, wie baut man sich denn vernünftig runter? Ist schon immer so eine gefährliche Sache mit dem tiefer bauen. Ja, vor allem so in der Luft, so nach da unten. Ah, ich weiß ja nicht. Aber dazu komme ich auch gar nicht mehr, diese Folge. Nee. Scheiße, Mann, ich kann. Da muss ich morgen, muss ich mega produktiv sein. Ich muss morgen vor meinem Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon meinen Zuschauern erzählt habe. Morgen bin ich eine Woche in Urlaub. Deshalb muss ich auch so weit vorproduzieren. Und jetzt sehe ich da unten die Dias. Wenn ich wiederkomme in der Woche, sind die doch weg, wenn ich mir die morgen hole. Natürlich. Kannst du dir bei uns dann angucken, wie wir uns drüber freuen. Ja, aber wirklich. Die muss ich mir holen. Definitiv. Ah, das wird echt. Aber dafür muss ich mich da runterbauen. Ich habe voll Panik. Ich habe hier jetzt auch nur eine Kiste gefunden. Ich war jetzt auf 2 Inseln und habe keine Kiste gefunden. Wahrscheinlich ist die irgendwo eingebaut. Oder halt, ja, ich bin wirklich doof da vorbeigelaufen. Ich hasse
Ich bin schon wieder hochgesprungen. Es wird schon wieder dunkel. Was ist denn das? Wenn das jemand weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Aber echt, ihr müsst uns Noobs mal helfen. Ich bin schon wieder nach oben gesprungen. Soll ich mich schlafen legen? Ja, lass mal eben. Ich muss oder so zurück. Ich bin gerade nämlich bei mir. Wollte nämlich meinen Eimer holen. Muss oder irgendwas. Eh zurücklaufen. Oh, warte, ich jetzt. Nehme ich meine Sachen alle mit? Oh, ist das jetzt risky. Ach so, du bist noch nicht im Bett? Ja, okay, dann. Warte. Muss hier einmal drunter. Ich habe mich hier, ich bin die Insel halt hochgelaufen und habe mich, also ich bin unten am Ende der Insel angekommen und musste mich halt die ganze Insel nach oben durchbauen. Was? So, warte, ich laufe zurück. Ups. So, das ist richtig. Ja, ich bin hier gerade noch minimal beschäftigt. Los, kommt, mein Hühnchen. Ja, und wenn ich dann meinen Redstone wiederbekomme, mache ich auch diese Hühnerfarm endlich fertig. Und dann sollte mich nie wieder der Hunger plagen. Da kommen schon wieder die Skelettarmeen. Da steht ein Enderman bereit. Auf Essen. Da kommt auch keiner mehr rein. Meine Kühe mühen da so rum. Also ich könnte langsam schlafen. Ja, Tito. Okay. Bin auch da. Dann ab ins Bettchen. So. Mini-Zombies brennen nicht, ne? Nee. Warum nicht? So. Also Minute 16. Ich glaube, ich wage es jetzt mal. Ich laufe da jetzt schon rüber und hole meine ganzen Sachen wieder. Auch noch Weizen für dich. So. Oh, mein Eisen kann ich da drin lassen. Ja, kacke. Ich wollte die Hühnerfarm endlich als nächstes fertig kriegen. Und ich kann kein Peil, was ich jetzt machen soll. Ich hole mir Lava, glaube ich. Habe ich noch einen Eimer hier? Da. Da sind noch, so noch Gold an der Seite der Insel. Ich baue mir jetzt auch so eine lustige Lavafalle. Dass wenn einer zu mir kommt, stirbt. Also, merkt ihr, komm nicht zu mir. Vor allem nicht morgen in deiner Ich muss produktiv sein Folge. Ja, nee, da habe ich überhaupt gar keine Zeit für. Ich habe so oder so nie Zeit. Ich muss einfach die ganze Zeit irgendwas machen und habe gar keine Zeit, irgendwie Leute zu killen oder so. Ja, also die einzigen Tode, die ich verursacht habe, war den einen, den ich beim Erforschen getroffen habe als letztes. Da war ich aber nicht schuld, der ist zu mir gekommen. Der wollte mich töten und ich habe mich gewehrt. Und den anderen, Selbstverteidigung. Der ist auf meine Insel gekommen. Das war der Herbie. Der ist bei mir auf die Insel gekommen und meinte, ja, ich töte dich mit meinem Steinschwert. Aber davor ist... meine Tür kaputt gegangen und deswegen konnte er nicht zurück und stand dann in meiner Höhle, wo ich ihn verprügeln konnte. Das war halt auch so... dumm gelaufen, ne? Ja. Obwohl, wir haben ja jetzt gesagt, wenn man nicht zurück kann und festhängt, darf man Steine abbauen. Ja. Damit sowas, Perfekt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, nicht passiert, dass er dann da, ja gut, ich stehe jetzt meine Folge noch hier rum und dann logge ich aus. Nächste Folge stehe ich wieder hier rum. Ja. Damit das nicht so ist. Richtig, darum geht's ja. Immer. Ja, theoretisch, du kannst ja sterben da drin, wenn du halt stirbst, dann bist du ja nicht gestackt. Also. Naja, gut, ich muss meine Sachen hier noch schnell bestaunen. So darf ich die bauen. So ist das doch schön. Dann baue ich mir doch noch eine Wasserfläche hier. Baby Zombie. Ich mag das Wort Zombie. Wie der LP da. So. Hm.
Ja. Mega viele Pfeile gefunden. Darüber bin ich eigentlich relativ glücklich. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch der Bogen. Warte mal, ich habe hier auch einen String. Wie viele Strings brauche ich für einen Bogen? 3. So. Ich bin mit meinen ganzen Pfeilen runtergefallen. Hey, was wollte ich denn jetzt? Mischt. Egal, ich baue mir neues Großholz. Da. Schwupp. Da. Ich habe jetzt ein String. Toll. Sehr geil. Toll. Das von der einen, die gerade auf mich draufgefallen ist. Ja, ich habe ein paar mehr jetzt, weil ich gesammelt habe extra. Weil ich mehr am Bogen bauen wollte. So geht das. So, ja, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Oh nein! Echt? Ja, ich bin schon bei 2040. Nein, psch, wir sind noch nicht so gegangen. Du bist nur zu früh ausgelockt. Ja, ich habe das Feld gerade noch gemacht. Oh nein, die Börse ist fertig. Und nein, ich bin ganz pünktlich ausgelockt. Es braucht sich keiner beschweren. Ach ja. Siehst du? Ich glaube, die nehmen das schon lange raus. Wenn du da mal 1-2 Minuten drüber bist. Gut, ich würde sagen, ich hoffe, dass ich bis morgen dann mein Redstone wenigstens wiederkriege. Und dann kann ich endlich da weiterbauen. Und dann sehen wir das. Morgen, hoffentlich. Wenn nicht, mache ich irgendwas anderes. Bis morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.